Was verbinden Sie mit dem Wort Araber? Arabien. Fremd? Krieg, viel Krisen, viele Probleme, die da gelöst werden sollen, Diktaturen. Eine arabische Freundin, von da habe ich positive Bilder. Ja, und ich spreche auch gerade Arabisch gesprochen. Deswegen. Ja, eine Tachia Arabi. Kalem Arabi. Ah! Kalem Arabi, ne? Ja. Meist aggressiv. Also ich habe viele gesehen, die aggressiv geworden sind. Große Familie, Familienmenschen. Sie haben doch eine ganz tolle Geschichte. Sie haben eher schlechtere Erfahrungen mit Araber. Zum Großteil, ja. Ich komme aus dem Gesundbrunnen und da sind sie nicht gerade sehr freundlich gewesen. Ich denke mal, dass die Mehrheit irgendwie religiös sind und sie sich dann danach richten. Ich bin Christ und ich möchte auch, dass die Araber ihren Glauben für sich glauben, aber nicht ihren Glauben mir aufzwingen. Ja, ich finde es schade, dass alle in einen Topf geworfen werden. Verbinden Sie beispielsweise Wissenschaft mit Arabern? Nein. Nicht in erster Linie? Ja, natürlich. Denn wir ganze Planetensysteme, mit denen sich beschäftigt haben, als unsere alten Germanen noch ganz anderweitig beschäftigt waren. Die arabische Kultur und die islamische Kultur, das ist wie so stagniert, so ein bisschen. Das ist meine Empfinden, so was auch architektonisch oder künstlerisch betrachtet ist, das ist der Fall ist. Ma'assalama. Okay. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, danke, ma'assalama.